Willkommen, liebe Fliegerkameraden, auch zum großen Testbericht der Impeller in diesem Jahr haben wir aus dem Hause Krick, welche wir exklusiv den Vertrieb haben für J-Power, den AlphaJet. AlphaJet ist uns ja allgemein bekannt, das ist einer unserer großen Trainer, die wir hier haben bei der Luftwaffe, um die Piloten in die Ausbildung zu bringen. Ihr habt selbst auch schon einige in der Luft gesehen, das ist ein fantastisches Flugbild. Und hier haben wir auch eine besondere Lackierung, und zwar demonstriert es den 1.000.000. Stundenflug dieses Typus in der Luft, und den haben wir jetzt hier vom Krick bekommen. 800 mm hat es hier als Spannweite, die Rumpflänge beträgt 1,50 m und das gesamte Fluggewicht liegt bei 900 Gramm. Nun öffnen wir mal den Kasten. Hier sehen wir schön und fest verpackt die gesamte Einheit. Ich will noch dazu sagen, es gibt diese Version auch mit fertiger Fernsteuerung, also komplett ready to fly. Und wir haben hier die Plug-and-Play-Version. Es ist alles eingebaut und wir brauchen nur noch den Empfänger hinzuzufügen, um das Modell in die Lüfte zu bekommen. Aber ist das unglaublich sauber verpackt, da kann keine Beschädigung daran entstehen. Habt ein bisschen Geduld, ja, mit dem Auspacken hier. Und hier kommt unser Zündhüter. So, schön. Karton zum Reiten. Hier, das ist das Höhenruder. Das wollen wir mal auspacken. Und von J-Power ist ja allgemein auch die Qualität bekannt. Schön ist hier im Detail gelöst, dass hier schon echte Scharniere eingebaut sind. Hier über ein Element. Und die Scharniere sind quasi hier auch aus dem Styropor-Hartschaum gemacht. Das ist sehr fest. Passschlitze sind schon drin für Seitenruder und für die Rumpfaufnahme. Hier haben wir die Flächentanks, die Tragflächen schneiden wir auch mal auf. Hier, so. Die Tragflächen. Fertig vormontiert, bereits schon angeschlagene Servos mit den Ruderhörnern verleimt, präsentiert sich der AlphaJet hier in einer wunderschönen Lackierung. Sehr schön gemacht. Jetzt öffnen wir mal hier den Rumpf und holen das Innenrand raus. Ja. So, wir haben hier einen 45 Ampere J-Power Regler drin. Hier unten ist der Fan eingebaut. Ich hole ihn mal raus, der muss noch montiert werden, nach der Bedienungsanleitung. Und ist mit einem Brushless-Motor angetrieben. So, dann haben wir hier vorne das lenkbare Bugfahrwerk, das Servo ist drin, und hier hinten sind die beiden Servos fürs Höhenruder bereits eingeklebt und fertig verkabelt. Das Höhenleitwerk kommt direkt rein in die Nut, es passt alles sehr sauber, dann kommt das Seitenleitwerk oben drauf und schon ist die Sache schön. Wir müssen halt nach der Bedienungsanleitung genau verarbeiten. Achtet darauf, dass ihr es auch richtig verleimt und dass auch wirklich alles schön fest ist, bevor ihr fliegen geht. Nämlich die Bauzeit ist sehr kurz. Lasst euch da bitte nicht dazu verleiten, zu schnell rauszugehen, wenn die Elemente noch nicht ausgetrocknet sind. So, das hier rein.
Ist hier oben drauf. Also das sieht ja nach einer fixen Stellenbauzeit aus. So. Und da haben wir ja schon 400 Seiten. Oder wo haben wir es hier? Dann sehen wir ja schon, wie das Modell aussieht. Also es macht einen super guten Eindruck vom Baukasten her. Sehr stabil. Und geschickt ist auch, dass hier das Seitenleitwerk über die Nut in den Rumpf zum Höhenruder geführt wird, sodass das Höhenruder auch nochmal in der Lage mit dem Seitenruder fixiert ist. Kriegt das alles wunderbar passgenau ein, so müsste auch EWD und alles Mögliche dann auch stimmen. So, haben wir ein schönes Modell hier, der Alpha Jet aus dem Hause Krick. Und ihr wisst ja, Krick ist ja schon weit über 50 Jahre innerhalb der Familie Krick, gegründet von Klaus Krick. Und hier mit der von J-Power, mit der Alpha Jet, wollen wir jetzt deren Impeller auch mal testen. So, getestet wird diese Maschine nicht von allen fünf Redakteuren, sondern von drei, von Marco Bauer und von André Kehling und von meiner Wenigkeit. Und das wird auch schon in den nächsten Tagen passieren auf dem ehemaligen russischen Militärflughafen, also in richtiger Kulisse durch dieses Modell auch dann starten. Also liebe Fliegerkameraden, dann wollen wir mal gucken, was wir aus der Maschine in der Luft mal zu berichten haben. Also bis bald. Ciao.